Und damit hallo und herzlich willkommen, der NRW bei 18 hier, und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Lexed Under the Skin. Ein Spiel aus dem Jahre 2019 und wie ich finde ein sehr hervorragend wirkendes Spiel. Und wie hervorragend es vielleicht wirklich ist, das werden wir uns jetzt in dem Let's Play anschauen. Bekommen habe ich es auf Steam als Geschenk. Vielen lieben Dank auch nochmal dafür. Ich habe es mir kurz angeguckt. Es spielt im New York der 50er Jahre, einem fiktiven New York der 50er Jahre. Wir sind, und jetzt haltet euch fest, ein Katzendetektiv namens John Blacksett. Und wir müssen einen Mordfall aufklären in einem Boxclub. Das ganze Spiel ist hier nicht mit Menschen, sondern mit Tieren ausgestattet. Das heißt, nicht nur wir sind ein Tier, sondern auch die ganzen Charaktere, mit denen wir jetzt hier zu tun haben, sind Tiere. Und das Konzept ist einfach nur mega interessant und mega geil, wie ich finde. Es hat ein bisschen was von Jack Orlando, ein bisschen was von Grim Fandango und ich weiß nicht wovon was noch alles. Ich habe ganz kurz reingeguckt, um hier auch die ganzen Soundanstellungen zu perfektionieren. Das Ganze ist mir jetzt hoffentlich gelungen und wir können jetzt ein neues Spiel starten. Wie ihr unten rechts in der Ecke sehen könnt, wir spielen dieses Spiel nicht mit Maus und Tastatur, sondern mit Gamepad. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mein Gamepad nicht sowieso an den PC angeschlossen hätte, ob wir dann hier hätten die Möglichkeit gehabt, mit Maus und Tastatur zu spielen. Ich habe mal reingeguckt, was die Steuerung angeht. Da finde ich leider nichts, was darauf hindeutet, dass wir hier umstellen können. Insofern glaube ich, hier haben wir halt auch die Belegung, wie wir hier unser Gamepad benutzen können. Und es ist auch genau das Gamepad, was ich hier benutze, nämlich das Xbox 360 Gamepad. Steuerung, wie ihr sehen könnt, empfindlich linker Stick, rechter Stick. Es ist halt alles darauf ausgelegt, dass wir hier mit dem Pad spielen. Gut, soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Mal wieder seit langem ein Spiel, was mit Gamepad gespielt wird. Und das Spiel, das starten wir jetzt. Legen wir los mit einem neuen Spiel, Blacksett Under the Skin. Nein, ja. Zeige ich es euch auch mal. Dieses interaktive Drama verwendet eine ähnliche Steuerung wie bei anderen Spielen des gleichen Genres. Möchtest du trotzdem das Tutorial aktivieren? Ja, und das sagte ich ja gerade eben schon, ich möchte es euch auch zeigen. Dieses Spiel speicherte deine Fortschritte automatisch. Das Symbol unten zeigt an, dass dein Spielstand gespeichert wird. Bitte schalte deinen Computer nicht aus oder zerstöre ihn, solange dieses Symbol angezeigt wird. Passe den mit dem Kontrast an, bis die Silhouette rechts nicht mehr zu sehen ist. Das habe ich gerade eben schon gemacht. Wenn wir das Ganze jetzt hier auf hell stellen, da kommt die Silhouette zustande. Und da müssen wir den Kontrast so einstellen, dass wir sie nicht mehr sehen können. Nämlich so. Und das Ganze ist dann fertig. Guckt euch mal diese geile Grafik an. Manchmal, wenn ich mein Büro betrete, kommt es mir vor, als wanderte ich durch die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Nicht wegen der Unordnung, die dort herrscht, sondern weil es sehr den Überresten jenes zivilisierten Wesens ähnelt, das ich einst war. Wo ist der verdammte Detektiv? Dem reiß ich den Kopf ab, ich schwör's, ich reiß ihm die Augen auf! Hey, du! Her mit den Fotos, du Wichser! Sofort! Sonst bist du gleich eine tote Katze! Hast du verstanden?
Tutorial-Gespräche. Wenn du mit anderen Charakteren redest, entscheidest du, was du fragst und antwortest. Bei manchen Gesprächen hast du alle Zeit der Welt. Bei manchen musst du schnell antworten, bevor es zu spät ist. In solchen Situationen kannst du auch einfach schweigen. Wer bist du denn? Was denn für Fotos? Das erinnert mich jetzt wieder an... wie heißt es? Fahrenheit. Kennen wir uns? Irgendwas klingelt aber. Du hast mir nachgeschnüffelt, mich mit einer Dame fotografiert. Oh. Ja, dann verstehst du sicher, warum ich dich nicht sofort wiedererkannt habe. Ich bring dich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird ja hier richtig actionlastig. Ab und an musst du schnell handeln und L in Richtung des Pfeils bewegen. Sei auf der Hut. Es kann sein, dass dir nur sehr wenig Zeit bleibt, dich zu bewegen, bevor es zu spät ist. Ach, du liebe Zeit. Moment, welcher war das jetzt? Der oder der? Ich um! Hoppla! An bestimmten Stellen im Spiel musst du schnell die auf dem Bildschirm angezeigte Taste drücken, um eine bestimmte Aktion auszuführen. Manchmal musst du eine Taste so oft drücken, bis sich der Kreis um sie herum geschlossen hat. Her mit den gottverdammten Fotos! Ach du Scheiße. Im Spiel musst du immer wieder Entscheidungen treffen. Manche haben geringfügige Auswirkungen, etwa ob du mit einem Faustschlag oder einem Kopfstoß angreifen willst, du Scheiße. Nimm Nasor mit einem Kopfstoß. Doch pass auf, manche Entscheidungen haben weitaus schwerwiegendere Konsequenzen. Bei manchen Entscheidungen hast du alle Zeit der Welt. Bei manchen musst du dich schnell entscheiden, bevor es zu spät ist. Kopfstoß, Faustschlag. Okay, ich entscheide mich für den Faustschlag. War nicht das erste Mal, dass ich es bereute, einem Kerl wie dem eine zu verpassen. Doch immerhin hatte ich noch genug Zeit, ihn da zu treffen, wo es richtig wehtut. Oh! Die Schreibmaschine! Was? Oh, Scheiße. Gib mir die Scheiß-Foto! Oh Mann, du hast mir den Kiefer gebrochen. Jetzt ist er so im Arsch wie deine Ehe. Wenn du meiner Frau diese Fotos zeigst, bin ich geliefert. Dann ist mein Leben ruiniert. Du bist doch derjenige, der seine Frau betrogen hat. Erst willst du mich umlegen und jetzt bettelst du um Gnade. Ich misch mich nicht gern in anderer Leute Angelegenheiten ein. Aber das ist nun mal mein Job. Ich habe auch Rechnungen, die ich bezahlen muss. Du bist hier doch derjenige, der seine Frau betrügt, Meister. Fass dir doch mal ans eigene Horn. Ich bin kein Fremdgänger, ich schwör's. Ich war doch nur ein einziges Mal zum Himmel. Ich bin bloß ihr Leibwächter, mehr nicht. Die hat mich verführt. Ich liebe meine Frau bei allem, was mir heilig ist. Ich habe sogar meinen beschissenen Job für die aufgegeben. Du kannst deine Familie doch nicht wegen eines kleinen Fehlers zugrunde richten. Mein Job? Nicht okay. Das ist einfach nicht okay. Kolbert, der Fremdgänger. Okay. Die wichtigsten Informationen, die du bei deinen Ermittlungen findest, wandern in dein Detektiv-Notizbuch. Uiuiui, hat was von Detektiv Conan. Wurde ein neuer Eintrag hinzugefügt, erscheint eine Benachrichtigung. So, und das ist einmal die Notizbenachrichtigung. Und unten haben wir jetzt, du hast deine Familie zugrunde gerichtet, nicht ich. Ist mein Job. Das ist einfach nicht okay. Deine Familie zugrunde richten. Ich glaube nicht, dass du dafür meine Hilfe brauchst, Kumpel. Gut, wie wär's hiermit? Du gibst mir diese Fotos und ich tische eine Notlüge auf und ich bezahle dir das Zehnfache von dem, was sie dir angeboten hat. Du rettest meine Familie und streichst dazu noch ein hübsches Sümmchen ein. Was meinst du, abgemacht? Ich konnte mich nicht erinnern, jemals etwas anderes als schlechte Jobs, Schulden und Sorgen angehäuft zu haben. Meine Selbstachtung und mein Kontostand lieferten sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um den absoluten Tiefpunkt. Scheiße! Kacke! Du machst die Sache nur noch schlimmer. Du ziehst besser Leine, bevor die Gäule mit mir durchgehen. Hör mal, mein Bester. Ich habe mich nach dir erkundigt. Du bist ein guter Detektiv. Aber du hast schon bessere Zeiten gesehen.
In letzter Zeit hattest du nur noch echte Scheißfälle wie den hier. Ich biete dir einen Weg da raus. Geld kann Berge versetzen, weißt du? Du könntest mal ein paar Annoncen schalten. Vielleicht findest du so bessere Klienten und gut bezahlte Aufträge. Weißt du, du könntest ganz neu anfangen. Komm schon, denk drüber nach. Du kannst meine Familie retten. Und dich selbst noch dazu. Kacke! Ich will ehrlich bleiben. Ich hab dich gewarnt. Okay, gleich reißt mir ganz offiziell der Geduldsfaden. Drei. Entscheidungsbenachrichtigungen. Wenn du eine Entscheidung fällst, die großen Einfluss auf die Ereignisse im Spiel haben wird, erscheint eine entsprechende Benachrichtigung. Entscheidung, du hast dich dafür entschieden, die Ehe aufs Spiel zu setzen, anstatt die Bestechung anzunehmen. Hallo, ich bin ehrlich. Du Verdammter! Zwei. Warte, nicht schießen! Eins. Das wirst du noch bereuen, dass du dich mit Eugene Kolbert angelegt hast. Schwör ich dir! Mein ungebetener Gast hatte mir gleich mehrere Geschenke hinterlassen. War das jetzt erstens gut? Erstens mal eine geschwollene Hand. Autsch. Wie menschlich. Die Haut des Kerls war steinhart. Zweitens eine leere Brieftasche. Business as usual. Drittens, das Gefühl, dass mein moralischer Kompass besser eingenordet war, als mir gut tat. Ne? Und last but not least war ich mir sicher, dass weitere Geschenke folgen würden. Oh oh. Ist netter Kerl. Oh! Siehst du, was habe ich dir über meinen Kumpel Blackshirt erzählt? Er kennt dich nicht mal und bietet dir schon was zum Sitzen an. Anklopfen brauchst du nicht, oder? Was? Jake, woher zum Henker soll ich wissen, dass du's bist, wenn du nicht mal anklopfst? Halt die Klappe und hör zu, Kumpel. Ich habe hier eine Klientin für dich. So schnell kann doch keiner lesen. Die sieht aber heiß aus, die Mieze. Und so menschlich. Genau. Wow. Die letzte Aktion war ein bisschen zu schnell gerade für mich. Und genau deswegen müssen wir ihn unbedingt finden. Sonst haben wir ein echtes Problem. Hm. Danke für die Informationen und das Foto. Das wird uns beides weiterhelfen. Ich fasse mal schnell zusammen. Mit Fadenkreuz kannst du verschiedene Hotspots durchgehen. Mit A kannst du einen Hotspot auswählen, den du benutzen möchtest. Eieiei. Bobby Yale. Ein Boxer aus Dunn's Club hat in 2 Wochen einen immens wichtigen Kampf gegen den amtierenden Champion. Doch vor 2 Tagen ist er verschwunden. Ja. Ihr Vater, Joe Dunn, Boxmanager und Boxclubbesitzer, hat sich vor 2 Tagen erhängt. Ja. Hoppla, okay. Kurz gesagt, taucht Bobby Yale nicht zu seinem Kampf auf, müssen sie Strafe zahlen. Doch da sie gerade nicht flüssig sind, müsste der Boxclub ihres Vaters wohl dicht machen. Ja. Sie wollen also, dass ich Bobby Yale für sie finde? Ja. Nein. Jake will, dass sie Bobby finden. Mhm. Oh, verstehe. Nun, erstens... Erstens, sind Sie sicher, dass Ihr Vater sich selbst umgebracht hat? Mein herzliches Beileid. Ich bin...
Ihr Vater hat sich an eben dem Tag das Leben genommen, an dem sein Zögling verschwand. Mit Verlaub, da ist doch was faul. Verdammt nochmal, John. Übernimmst du jetzt den Fall oder nicht? Ja, über Geld können wir ja noch reden, wenn alles vorbei ist. Bedauere, daraus wird nichts. Sicher, aber billig wird das nicht. Oh! Ja. Aber wir reden hier vom Madison Square Garden. Die Einsätze sind hoch. Was nur eins bedeuten kann. Nämlich, dass hinter den Kulissen mit knallharten Bandagen gekämpft wird. Und das wird irgendwen sehr teuer zu stehen kommen. Ja, Mr. Blackshead, falls Sie Yale finden und er antritt, kann ich Ihnen bezahlen, was Sie nur wollen. Oh. Und auf den Preis hingewiesen. Sehr gut, wir haben den Fall angenommen. Was für ein sehr interessantes und forderndes Spiel, mein lieber Herr Gesangsverein. Das kann ja noch was werden. Und das erinnerte mich gerade das Gespräch da so ein bisschen an Don Canaglia von Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß, dass ihr Yales Apartment schon erfolglos durchsucht habt. Aber ich will es mir selbst nochmal ansehen. Die Putzfrau Mary Purnell, die Joe Dunns Leiche gefunden hat, die arbeitet Teilzeit in Sam's Diner, die Straße runter links, oder? Das stimmt. Ich denke, der werde ich auch mal einen Besuch abstatten. Und hier im Boxclub werde ich mich natürlich auch umsehen müssen. Gut. Ich denke, für den Anfang habe ich genug. Tutorial bewegen. Mit L kannst du dich um eine beliebige Richtung bewegen. Ah, okay. Habe ich. Mit R kannst du die Kamera bewegen und dich umsehen. Okay, aber nur in dem Bereich, wo ich mich gerade befinde. Okay. Mit R kannst du verschiedene Hotspots durchgehen. Mit A kannst du einen Hotspot auswählen und den du benutzen möchtest. Ja, ja, klar. Ist das dann? Wow. Mit R kannst du dich bewegen und umsehen. Okay, habe ich. Mit R kannst du zoomen. Okay. Kannst du verschiedene Hotspots durchgehen? Habe ich doch schon. Kannst du auswählen. Drücke B, um die Detailaufnahme des ausgewählten Hotspots zu verlassen. Tipp deaktiviert. Okay. Drücke, um das Notizbuch zu öffnen. Ah. Index. Sobald du das Notizbuch geöffnet hast, kannst du alle Notizen durchgehen, die du dir bei deinen Ermittlungen gemacht hast. Wähle den Charakter, über den du mehr erfahren möchtest, und die entsprechende Stelle zu öffnen. In der Hilfeleiste unten auf dem Bildschirm findest du alles zu Steuerung und Funktionen. Mit dem Controller kannst du das Notizbuch durchgehen. Schön, Index, Eugen Golbert, Jack Ostimbomdebum, Bobby Yale, Al Stone, Sonja Dune, Joe Dune und Mary Purnell. Das Putzmädchen, genau. Sehr interessant, muss man sagen. So, und drücke RB, um das Schlussfolgerungsmenü zu öffnen. Ach, Herr Jemini.
Ja, mit dem Gehirn. Wow! Was für eine Animation. Ja. Und nu? Was denn jetzt? Okay, wieder zurück. Wir haben noch keine Schlussfolgerung. Öffnest du das Menü, das kennen wir, jawohl. Im Hauptmenü hast du Zugriff auf das Hall of the Fame Album, kannst du einen Spielstand laden und Spiel fortsetzen, deine Statistik und den Blackstone ansehen, die Einstellungen unter Optionen anpassen, mehr über die Mitwirkung erfahren. Ja, ja, ja. 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 B, wieder verlassen. War es das jetzt? Es ist eigentlich sehr intuitiv und dadurch, dass wir hier überall das... Oh, das ist gleich ein bisschen zu nah. Das angezeigt bekommen... Nein, das war die verkehrte Taste. Hatten wir hier nicht irgendwo Hotspots? Hm. Anscheinend nicht. Also erstmal das Spiel. Mega mäßig. Schade, dass wir nicht rennen können. Die Steuerung ist auch sehr gut gemacht. Das macht er jetzt von alleine. Wir gehen nach oben. Aufs Dach. Die Animation mega schön gemacht, sehr natürlich. Das Einzige, an was man sich hier jetzt wirklich gewöhnen muss, ist, dass das alles Tiere sind. Das ist alles wie als wenn es Menschen sind, nur dass es Tiere sind. Das ist ein wenig komisch. Gehst du da hoch? Na? Nein, er geht da nicht hoch. Schade. Oh, guck mal hier. Jemand sollte da mal die Eisenstange ranschweißen. Okay. Mehr hast du dazu nicht zu sagen. Ist das nicht sehr komisch, dass hier ausgerechnet hier, was ist das? Ein Fenster kaputt ist. Hidden Rose Champions, Energie für Champions. Toll. Eine tolle Übersetzung. Nein. Hm. Ja? Hm? Na. Ich bin gespannt, wie wir Sachen nehmen. Weil das muss ja auch irgendwie hier gemacht werden. Das Fass ist so komisch. Oh, die Geräusche da von der Straßenbahn, das ist so geil. Noch sage ich das. Wahrscheinlich, oh, scheiß Spiel und ich komme ja nicht weiter. So ein Blödsinn. Wassertank. Die Kisten haben auch nichts. Jetzt haben wir hier irgendwo vielleicht was. Nope. Da hinten ist auch nichts. Tja, das ist immer schön hier gewesen zu sein. Dann gehen wir mal wieder runter. Hoppla. Kann er den schlagen? Schade. Der Sieg ist nicht alles, wohl aber der Wille zum Sieg. Schauen wir uns mal um. Sieht fast so aus, als wenn hier einer gelebt hätte. Je härter du trainierst, desto glücklicher wirst du. Werden die Hotspots immer angezeigt, wenn ich im Bild bin, oder muss ich mir die angucken? Anscheinend werden sie immer angezeigt. Die Welt gehört den Mutigen. Ohne Fleiß kein Preis. Ich habe Penis gelesen. Gut, also sie werden wohl angezeigt, wenn ich nur im Bild bin. Das ist schon mal sehr gut. Komm, hier muss es doch irgendwas geben.
Was ist das? Der Hinterhof. Er guckt auch immer ziemlich grimmig. Wer ist das denn hier? Boxutensilien. Diskurs über die... Naja, ihr habt es ja gelesen. Warum ist da ein Stern? Ach, guck mal, das kann... Bei deinen Ermittlungen findest du Hall of Fame Sammelkarten. Vergiss nicht, dass du es bist, der diese Karten findet, nicht Blackset. Und dass das Sammeln für die Geschichte des Spiels keine Rolle spielt. Schau dir jeden Winkel genau an. Karten können überall versteckt sein. Finde sie alle, um deine Hall of Fame Sammlung zu komplettieren. Cool! Wenn du eine neue Karte für deine Hall of Fame Sammlung findest, kannst du dein Album aufschlagen und dabei zusehen, wie die Karte an ihren Platz kommt. Oder du spielst sofort weiter. Über das Hauptmenü kannst du jederzeit auf dein Album zugreifen. Cool, also ich muss die noch abheften, sozusagen. Hall of Fame. Ah, okay. Zack. Bei deinen Ermittlungen findest du Hall of Fame. Vergiss nicht, dass du sie... Ja, das hatten wir schon. Karte aufkleben. Oh, wie cool. 25? 25 Bilder gibt es. Okay. Vielen Dank. Schön zu wissen. Wieso ist jetzt hier alles schwarz-weiß? Hallo? Spiel? Hallo? Warum reagiert das Spiel nicht mehr? Das Spiel reagiert nicht mehr. Was ist das denn jetzt? Machen wir da weiter, wo ich die Ermittlungen unterbrochen habe. Du kannst zu deinem früheren Moment im Spiel zurückspringen, um dich anders zu entscheiden oder das Spiel anders anzugehen oder eine frühere Szene erneut zu spielen, um bis zu einem bestimmten Punkt zu kommen. In der Hilfeleiste unten auf dem Bildschirm findest du alles zur Steuerung und in Funktion. Das ist ja mal eine geile Idee. Nee, aber da möchte ich noch nicht. Ich möchte jetzt hier gerne weitermachen. Was ist dein Blackset? Was soll das bedeuten? Hier findest du Statistiken zu deinem Verhalten im Spiel, also den Entscheidungen, die du für Blackset getroffen hast, was du tust und wie du dich entscheidest, bestimmt Blacksets Charakter. Die Leiste unten zeigt an, wie profitabel deine Ermittlungen für sich sind. Profitabel, schweigsam, guck mal da, clever, ungeschickt. Und was? Einzelgänger, anständig. Guck mal da, 52 bin ich anständig. Resolut. Ah, okay. Schön. Aber. Ich würde jetzt hier gerne weitermachen. Hallo, mach's auf. Alter, was ist denn jetzt hier los? Jetzt komme ich hier überhaupt nicht mehr raus. Ich kann jetzt drücken, was ich will. Hallo. Ja, das Spiel hat sich aufgehangen. Wie geil ist das denn bitte? Ich kann jetzt hier drücken, was ich will. Es tut sich nichts. Tja, Freunde, das war also der erste Teil vom aufregenden Spiel Blackset. Warum immer ich? Es ist ein Spiel von 2019. Warum ist das so verbuggt? Bis zum nächsten Teil. NRW Boy 18. Adieu.